Hey Vitamine, heute müssen wir mal um unser Leben zeichnen. Oh yeah, und was müssen wir zeichnen? Das Thema ist Roblox. Ha, jetzt müssen wir einfach Roblox zeichnen. Bist du überhaupt ein guter Künstler? Warte mal, wie zeichnet man denn Roblox? Warte mal, was ist überhaupt Roblox? Tada, mein Meisterwerk ist fertig. Aber wir müssen natürlich hier die krassesten Kunstwerke der ganzen Welt heute zeichnen, um somit als Künstler reich zu werden. Und damit, hey Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, Vitamin und ich spielen mal heute Speeddraw. In diesem Game muss man ganz, ganz schnell zeichnen und die krassesten Zeichnungen machen. Und heute ist das Thema Roblox. Oh yeah, und ich bin fertig. Also fast, ja. Eigentlich bin ich fertig. Also ich hoffe, wir haben nicht alle das gleiche gezeichnet und die gleiche Idee gehabt, weil irgendwie, ja, ich weiß nicht, was ich bei Roblox so zeichnen soll. Lass mich raten, du hast einfach nur Roblox hingeschrieben. Ja, das halte ich für ein Gerücht. Nein, ich habe noch ein bisschen mehr gemacht, aber so krass ist das Ganze jetzt auch nicht. So, Freunde, unser Meisterwerk ist auch fertig. Aber wir haben noch eine Minute Zeit, okay. Das bedeutet, noch Kleinigkeiten Alter, können wir noch ändern. Meins ist übel. Nice, Alter. Echt? Ich bin Picasso. Warte mal, du bist Picasso, oder wie? Bist du der Sohn von Picasso vielleicht? Ich bin der krasseste Zeichner, Mann. Oh yeah. Alter, jetzt bin ich mal gespannt, weil am Ende bewährt mir die Kunstwerke. Und eigentlich, Freunde, bin ich fertig. Warte mal, dann schreibe ich noch hier so Roblox einfach hin. Und wer am Ende, so, warte mal, zurücksetzen. Wer am Ende die meisten Sterne gesammelt hat und die besten Bewertungen hat, der ist dann hier der Champion. Oh ja, und ich bin wirklich fertig. Ich weiß nicht mehr, was ich machen sollte. So, ich bin auch fertig und... Ich bin mal gespannt, ob du meins erkennen wirst, weil da steht ja kein Name am Anfang. Oh ja, eigentlich hast du recht. Okay, warte mal. Können wir jetzt nicht eigentlich so... Oh yeah, so sieht das Ganze schon cool aus. Oh mein Gott. Okay, Vitamin, ich glaube, ich habe gute Chancen zu gewinnen. Oh, das glaube ich nicht. Gegen mein Kunstwerk wirst du niemals gewinnen. Oh ja, das werden wir sehen. So, dann machen wir das Ganze hier. Oh ja. Vitamin, du bist der Beste. Bist du so davon überzeugt von deinem Kunstwerk? Aber selbstverständlich, Mann! Alles klar, dann würde ich sagen, ich bin mal gespannt, was die anderen gezeichnet haben. Die letzten Sekunden laufen, mal noch irgendwas, wenn du noch irgendwas malen kannst. Und es geht los. Alles klar, Speeddraw. Jetzt sehen wir die andere Zeichnung von den anderen Leuten, wer was gemalt hat. Oh, Fenty, das bist du. Warte mal, also ich würde sagen, ich gebe dem Ganzen 2 Sterne, du? 3 Sterne. Das ist ganz cool eigentlich. Ja, aber der hat ein bisschen mehr Zeit. Der hat ein bisschen schöner was mal gehört. Was ist das denn? Hä? Was ist das? Hä? Da ist unten links einfach ein Roblox-Charakter und dann gibt's... Ich gebe dir auch 2 Sterne. Ich check das Bild nicht, du. Alles klar. Warte, war eins von dir schon dabei? Oha, ist das cool! Das ist deins, oder? Ey, das ist echt cool, Mann. Das gibt 5 Sterne, ey. Wie heftig ist das denn? Ja, ich wusste nicht, wie ich es machen soll. Ich war unter Zeitdruck. Oh ja, und wann kommt meins? Das ist meins, wie findest du es? Ey, 5 Sterne! Das ist nicht meins, Vitamin, das war Spaß. Ey, bist du doof, Alter? Jetzt hab ich 5 Sterne gegeben. Ich hab's noch geändert. Alles klar. Was ist... Oh mein Gott. Alter, das kriegt wirklich 5 Sterne. Das ist echt mega gut gezeichnet. Junge, das ist Picasso, Vitamin. Nicht, was du da gemalt hast. Alter Schwede, das hat er richtig gut gemacht. Einfach so ein Roblox-Charakter oder irgendwie sowas. Das ist dein. Oh mein Gott, was ist das für ein Kunstwerk? Ich hab dir auch mal 5 Sterne gegeben. Ja, das ist nicht meins, Vitamin, aber ich finde es wunderschön, muss ich sagen. Oh, das ist echt gut. Oh ja, oh, natürlich war das meins. Und hä? Was ist das denn? Also, das ist eine Frau, die... Alter, also irgendwie 1 Stern. Der hat das Thema ja gar nicht getroffen. Wo ist das denn, Roblox? Da steht Lolli? Lolli? Keine Ahnung. 0 Stern, 1 Stern. Was ist das denn? Mülleimer und irgendeine Kampfansage? 1 Stern. So geht das hier nicht. Alter, ich bin mal gespannt. Stell dir vor, wir gewinnen direkt die erste Runde mit dem ersten Thema. Alter, das ist mega, mega cool. Okay, und die Gewinner sind Trommelwirbel. Warte mal, ich stehe irgendwo auf dem Podest? Ja, wir sind 3. Platz. Aber ich muss sagen, der Erste hat auch verdient gewonnen. Das war eine richtig krasse Zeichnung. 4. Oh mein Gott, 4. Platz, Vitamine. Du bist unter mir, siehst du? Du liegst ja auf dem Boden irgendwo. Okay. Oh ja, aber das wäre ja auch nur das allererste Thema. Wir müssen natürlich immer und immer besser werden, Picasso, ne? Ja, keine Sorge, jetzt kommt ein vernünftiges Thema und dann will ich auch gewinnen. Oh ja, Alter, man könnte sich hier so Upgrades kaufen bei dem Kaufmann. Ey, was ist das denn für Wucherpreise hier? Mach mal die Preise günstiger. Ey, mach mal die Preise günstiger. Oh ja, Alter, wir haben sogar ein Schwein in der Runde. Alles klar, okay, was wird jetzt das Thema sein? Das Thema ist Ente? Oh mein Gott. Oh nein, Alter, yeah. Ich kann sowas gar nicht zeichnen, du.
Ich bin generell kein guter Zeichner. Ja, ja, ich auch nicht. Okay, Freunde, wir malen. Wie sieht denn eine Ente aus? Oh nein. Oh mein Gott, warte mal. Warum muss man es so schwer machen? Alter Schwede, also Freunde, ich glaube, meine Ente wird nicht so schön aussehen. Meine Ente sieht aus wie ein Hund bis jetzt. Kann man nicht irgendwie was aus dem Internet kopieren? Hallo? Nee. Kopieren und einfügen. Nee, nichts aus dem Internet reinfügen. Dann lieber was Hässliches zeichnen und... Alter, wird das eine Ente? Irgendwie, wie sieht überhaupt eine Ente aus? Hab eine gute Idee. Damit wirst du nicht rechnen. Oh mein Gott. Malst du Donald Duck oder sowas? Nö, ich mal eine Ente, aber es kann ja auch eine Plastikente sein, ne? Quietschente, oder? Quietschente, oh ja. Also irgendwie bin ich noch nicht ganz so mit dem Schnabel zufrieden. Und mit den Augen, mit dem Körper, mit den Beinen, verdammt, ich bin mit gar nichts eigentlich zufrieden bis jetzt. Und du? Was machst denn du da auch eigentlich? Ja, also irgendwie, ich habe mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Okay, Freunde, Planänderung. So, wir ändern das Gesicht so und machen einmal, alter Schwede, Vitamine. Das wird echt eine Katastrophe bei der Ente hier. Sag nicht, du machst eine Quietschente. Nee, ich weiß nicht, was es wird. Ich hoffe, das wird überhaupt eine Ente hier bei mir. Kann man eigentlich irgendwie ausfüllen, das Ding? Also, ohne dass ich die ganze Zeit ausmale? Warte mal, ich glaube, unten rechts gibt es so ein Auswahltool, aber ich glaube, da malst du alles an oder irgendwie sowas. Echt jetzt? Wo ist das? Ja, unten rechts, direkt neben dem Löschensymbol oder sowas. Ich dachte, du bist Picasso, ey. Bestätigen. Nein! Oh! Ja, du kannst zurücksetzen oben rechts. Achso. Kannst wieder zurücksetzen. Alles klar, ich würde sagen, ich dachte jetzt schon, ich habe meinen Meister wegfangen. Dein Meisterwerk, ey, du hast wahrscheinlich noch nichts gemacht. Wie jetzt, ey, das Handy. Oh mein Gott, Vitamine, ich werde auf Ansage werde letzter ich letzter werden. Ja, ich glaube wirklich, ich werde letzter werden, ey. Das kannst du ja gar keinem antun hier. Alter Schwede, also, wenn ich so eine Ente in Real Life sehen würde, ich würde um mein Leben rennen. Kurze Frage, wie schnell geht die Zeit um? Was, 40? Oh mein Gott, Vitamine? Alter, ich schaff's nicht mehr. Kannst du nicht dem Spielentwickler noch irgendwie Roblox schenken oder so, dass er die Zeit erhöht? Hallo, kann ich mir doch mal bitte die Zeit anhalten? Alter Schwede, Freunde, okay, der Körper hat auch eine ganz andere Farbe. Ich weiß gar nicht, was abgeht hier in diesem Speedshow. Okay, wieso habe ich ihm eigentlich Beine gemalt? Enten haben doch keine Beine, oder? Warte mal, hey, ich muss mich konzentrieren. Ich kann mich nicht mit Losern unterhalten wie mit dir. Alter Schwede, machen wir ihm noch so einen Schwanz hier. So, let's go. Wir können vielleicht hier noch so einen kleinen Flügel irgendwie machen, Freunde. So, der irgendwie. Schnabel ist da. Alter, nee. Nein. Wenn ich jetzt nicht aufs Siegerpodest komme, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn ich aufs Siegerpodest komme, weiß ich auch nicht. Ich suche deins, okay? Alles klar, wieso ist sie am Wein? Na, ich würde sagen, ich gebe mal 3 Sterne. 2, das ist mehr so ein Pinguin. Ja, aber meins ist echt nicht besser, muss ich sagen. So, was haben wir als nächstes? Oh, das ist gut. Das ist bestimmt der deine Folgerunde schon gewonnen hat. Alter, ich muss ihm 5 Sterne geben. Ich wette, ich sag jetzt schon, der wird gewinnen. Ich denke auch, ich habe ihm auch 4 Sterne gegeben. Alles klar, okay, Vitamin. Ich bin auf deins gespannt. Also deins ist gut, sagst du? Da ist sie! Oh mein, Alter, das ist ja echt gut. Ja. Hey, hast du das vom Internet gezeichnet? Na, das kann sein. Hey, selbst das ist schwer nachzuzeichnen. Nachgezeichnet, ja, ich habe die 5 Sterne. Oh mein Gott, Alter. Das ist deine. Meine ist schlimm. Okay, ich gebe dir mal 4 Sterne. Da fand ich deins ein bisschen besser, muss ich sagen. Alter, der ist so simpel gemalt, aber trotzdem so gut, ne? Ja, aber trotzdem schwer, ey. Ja, sag mal, Senti, Alter, Harry, der Schnabel ist hier in Gelb. Ich weiß nicht, was es ist, aber... 4, 5 Sterne hast du. Alter Schwede. Oh mein Gott, das geht auf. Junge, was für eine Runde sind wir gelandet? Sind hier nur Künstler oder was? Ich glaube, wir sind hier nur mit Profis am Werk. Alter, hast du mal mein Bild gesehen und dann kommt so ein Bild als nächstes? Kann jemand mal diese Profis hier rausschmeißen? Hä? Ja, ich glaube, die Profis sind rausgeschmissen. Was ist das? Hä? Ein Roboter? Kann man irgendwie 0 Sterne geben? Oh mein Gott, das ist eine Ente von vorne, das Gesicht und unten links hält er eine Knarre, der guckt auf uns. Ja, kriegt 1 Stern. Hat der Pech gehabt. Und der Gewinner ist... Ich geh schon wieder nicht auf den Boden. Oh mein Gott, ey. Gegen mich hat dieser schlechte Pinguin gewonnen. Alter, ich bin Vorletzter, nicht Letzter. Und du bist 5. Vitamine. Nee, das geht ja gar nicht. Okay, die Runde vergessen wir einfach, alles klar? Und schau mal, Sandy, hier, das Mädchen ist hier Artist. Die ist schon viel besser. Was bist du? Beginner, was steht über mir? Gar nichts, weil du noch ein Loser bist. Was? Wieso habe ich gar nichts? Guck mal, sogar das Schwein ist hier ein Beginner. Oder ist das überhaupt ein Schwein? Was ist das, ein Hamster?
Wie geht's, ey? Okay, ich würde sagen, wir vergessen das Ententhema. Alter, du bist ein Fußballfeld. Okay, jetzt mal ein gutes Thema. Drückt uns die Daumen, Freunde. Was wären wir? Ich habe aber nur noch 4 Daumen. Was wären wir? Was wären wir bekommen? Wolken? Ey, das ist ein easy Thema. Ja, aber du musst ein bisschen kreativer sein, weißt du? Nee, ich meine jetzt einfach nur eine Wolke. Okay, Freunde, ich... Ja, wir haben jetzt 3 Minuten Zeit. Okay, Wolken. Ich glaube, das könnte ein cooles Thema sein, Freunde. Was wir jetzt hier bauen werden. Alles klar, wir werden jetzt hier... Oh mein Gott, ich habe einen richtig guten Plan. Oh nein, alles klar, ich habe es vermasselt. Okay, wie hast du das ausgemalt? Bei mir malt das manchmal so das ganze Bild aus, weißt du? Ich mal das immer nur Stück für Stück aus, so ganz langsam. Ja, ja, alles klar, da würde ich sagen, Freunde, komm, wir malen jetzt auch alles. Du kannst ja die Palette größer machen, deinen Pinsel, ja, ne? Ja, hab ich. Ja, alles klar, das muss ja dem Profi-Vitamin sowieso nicht sagen, habe ich recht? Nö, richtig. Ja, alles klar, so ich würde sagen, ich bin eigentlich schon fast fertig. So, warte mal, kann ich jetzt hier den Rest ausfüllen? Ich probiere es. Oh mein Gott, es hat geklappt. Jetzt habe ich das Ganze aufgefiltert. Ah, guck mal, man kann die Themen absenden und dann geht die Zeit runter, glaube ich. Kann das sein, wenn man auf Absenden drückt? Ich würde es aber nicht ausprobieren an einer Stelle. Nein. Ich glaube, dann kannst du rumlaufen. Ja, alles klar, würde ich sagen, Freunde. Oh mein Gott. Was mache ich hier? Nee, ich mache ein Meisterwerk hier. Oh ja, und ich verkaufe das für 1 Million Euro. Ja, Alter, ich glaube, ich mal wie ein Dreijähriger. Ja, ich mal auch wie ein Dreijähriger, aber trotzdem verkaufe ich so 1 Million Euro. Keine Ahnung, was ich hier mache, Alter. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. Ja, also wird schlimmer als meine Ente? Ja. Wirklich? Nee, also... Ich weiß nicht. Okay. Ich komme auf jeden Fall nicht aufs Siegertreppchen. Ja, ich hoffe, was? Nicht aufs Siegertreppchen. Alles klar, Freunde. 1,5 Minuten haben wir Zeit, bevor du gleich, jetzt gleich von deinen Socken fällst, ne? Was ist, wenn ich ausfülle? Kann man das noch im Nachhinein ausfüllen? Ich glaube schon, oder? Ich probier's mal aus, ich weiß nicht. Bei mir hat's nur manchmal geklappt oder irgendwie sowas. Alles klar, so. Nein, ich habe alles gelöscht. Ja, du kannst hier... Oh nein, ich hab auch alles gelöscht. Es geht nicht zurück. Oh, ja, du kannst zurückdrücken. Nein. Bei mir geht das nicht. Hä, was machst du? Ich weiß nicht, ich hab oh nein, ich muss noch... Oh, eine Minute noch, ne? Alter, ich hab noch bis jetzt keine einzige Wolke gebaut. Gebaut, gezeichnet. Alter, was mache ich? Alter Schwede, so Freunde, komm schon. Okay, ich weiß nicht, also ich hoffe, ich komme damit in die Top 3 mit dem Foto, du auch? Ich bin froh, wenn ich 3 Sterne krieg. Ja, 3 Sterne. Alles klar, Vitamin. Ich gebe dir 5, okay? Ich bin dein größter Fan. Ich würde deine Gemälde immer kaufen. Egal, was ist. Ja, danke schön. Dann kann ich mir wenigstens eine Bockwurst kaufen. Oh Gott. Alles klar. Schnell. So. Oh nein. Ich hab 30 Sekunden. Jetzt ganz schnell, Freunde. Ich habe noch... Oh mein Gott, eine Idee. Komm schon. Jawohl. Alles klar. Oh mein Gott. Die letzten Sekunden laufen. Mal doch alles, was du kannst. Oh ja. Ich glaube, ich habe das schlechteste... Also die schlechteste Wolke mal, die es jemals gibt. Oh mein Gott, die letzten Sekunden laufen. Die letzten Sekunden laufen, komm schon, Freunde. Oh mein Gott, Alter, ich glaube, ich habe ein gutes Bild eigentlich. Was habe ich hier gezeichnet? Oh yeah, Freunde, so sieht unser Bild aus. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Hey, was hast du denn gemacht, als ob das so schlimm ist? 3 Sterne. Fangen wir erstmal an, oder? Na, ist okay. Also, es sind Wolken, er hat schon mal das Thema getroffen. Er hat schon mal das Thema verstanden. Ach so, wenn es nach dem Thema geht, dann hätte ich 3. Nein, aber manche Leute kriegen ja das nicht bei. Und jetzt haben wir so eine regnerische Wolke. Ich fand das andere ein bisschen besser, oder? Ich gebe mal 2 Sterne. Oh, ich gebe natürlich 5 Sterne, Vitamine. Ey, ich habe mein ganzes Bild kaputt gemacht. Oh Gott, ich habe dir 5 Sterne gegeben. Guck mal, der Regenschirm, oder wie? Ah, das ist so ein Fliegender, also der fliegt mit der Wolke. Ja, der kriegt auch 3 Sterne. Alter, du gibst mir auch 5 Sterne, okay? Ich habe dir auch 5 Sterne gegeben. Ja, du musst mir nur sagen, wann da jetzt kommt. Ja, das Beste habe ich schon. Oh mein Gott, wie heftig ist das denn? Ja, ich sehe nur schwarze Striche. Nein, Spaß, das ist nicht meins. 2 Sterne kriegt das Ganze, da waren die anderen besser. Oh mein Gott, ich habe richtig gute Chancen, glaube ich, zu gewinnen. Das hier? Vielleicht, also ich muss sagen, der Künstler hat sich dabei einiges gedacht. Die schönen Wolken, die Blumen, die wunderbare Natur, findest du nicht auch? Oh ja. Ja, sei ehrlich jetzt. Wow, ja. Okay, ich habe verloren. Ich glaube, der wird gewinnen. Alter, wie kann man denn so gut zeichnen? Alter, jo, ich weiß auch nicht, ey, ob der irgendwas vom Internet malt. Vor allem, der ist jedes Mal so kreativ. Komm schon, Freunde. Achso, ich dachte, ich hätte jetzt Gewinner. Was ist das? Ray? Und die Strichmännchen? Nee, das gibt 1 Stern. Was ist das denn? Ja, Regen. Ja, aber wo ist denn hier die Wolke? Ist das hier die Wolke, dieses Männchen, oder was? Also, ich sag das ja, wenn ich jetzt in Top 3 bin, dann verstehe ich das Spiel nicht. Oh. Was? Als ob! Nicht bei den Top 3 habe ich es geschafft. Okay, ich glaube, ich habe ein bisschen... Ich bin du bist fort!
Ey, ich bin so vor dir. Das kann nicht sein. Okay, Vitamin, noch eine letzte Runde machen wir noch, okay? Alter, ich besieg dich. Okay. Ich okay, jetzt, finale Runde. Wer jetzt gewinnt, ist der ultimative Picasso. Den könnt ihr ab jetzt mit zweiten Vornamen Picasso nennen, Freunde. Oder Bernhard Grönemeyer. Nee, ja, du, ich kann, könnt ihr gerne. Alter, guck mal, wir können Fußball spielen. Komm, schnell auf den Fußballplatz. Ich schaff's nicht mehr in 5 Sekunden. Nein. Pass. Oh mein Gott, sie schießt voll ins Ausgeschossen. Nein. Oh. Ich hab ihn berührt, noch den Ball. Okay, jetzt ein gutes Thema noch zum Schluss, bitte. Halloween. Oh, das ist cool eigentlich. Oh, das ist cool, aber auch verdammt schwer. Ja, ich find's aber auch übel schwer. Alles klar. Okay. Hast du schon eine Idee? Ja, aber das ist... Also ja. Ja? Aber das Problem ist, ich muss erstmal die Farbe dafür finden. Ja, okay. Ich glaube, Freunde, ich weiß nicht, ob ich... Wir malen bestimmt das Gleiche. Nee. Oh, du brauchst Ich sage, du zeichnest Kürbis. Nee, alles klar. Nee. Ich zeichne was Besonderes. Das wird keiner zeichnen, glaube ich. Alles klar. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, hier das ultimative Halloween-Meister wegzubauen. Du zeichnest das Gleiche wie ich. Nein, ich zeichne nicht das Gleiche wie du. Doch, ich glaube schon. Nein! Doch, nein, ich denke gesagt. Schon. Nein! Wetten nicht, um was wetten wir? Um Döner. Okay, wir wetten um Döner. Ich glaube schon. Also ich bin gespannt, weil deine Gedanken sind gleichzeitig meine Gedanken und meine Gedanken sind gleichzeitig deine Gedanken. Wow, das sieht schon krass aus. Ja, mal du mal, was du dazu mal hast. Ich hoffe, oh mein Gott, ich schaffe das überhaupt in 2 Minuten. Ich habe hier einiges mir vorgenommen, muss ich sagen. Ich weiß hundertprozentig, dass du einen T-Rex zeichnest. Warte mal, T-Rex? Nee, leider nicht, Vitamine. Da muss ich dich leider enttäuschen. Alles klar, Freunde. Ihr seht es. Wir malen jetzt auf jeden Fall ein richtig schönes Halloween-Bild. Das muss auch richtig schön aussehen, wie Halloween hier. Warte mal, wie malt man Fledermäuse? Weißt du, wie ich die Farbe nehmen kann, die ich davor benutzt habe? Ich glaube, in der Mitte, glaube ich, hier das zweite Werkzeug muss draufklicken, nee, oder? Nee, das sind gerade Striche. Ach so, was gerade Striche? Okay, nee, da war ich es leider auch nicht. Ich habe es leider auch noch nie ausprobiert. Alles klar, okay, Vitamine. Aber ich glaube, wir haben nicht mal ansatzweise eine Chance, Platz 1 zu werden, weil wir so einen krassen Künstler hier in der Runde haben, ne? Oh ja, der Künstler ist sowas von gut, ey. Oh ja, aber ihr werdet schon sehen, Freunde. Ich habe, hier was richtig Gutes hier schon vor. Also ich hoffe das. Gerade eben dachte ich auch, ich habe was Gutes und dann warst du vor mir einfach. Ja, das nennt man eigentlich auch den Profi. Ja, sei ehrlich, fandest du meins oder deins besser? Ja, deins war schon besser, aber die Leute haben halt so entschieden. okay, Freunde. Dann würde ich sagen, bis jetzt muss ich sagen, was, 1 Minute nur noch? Ich weiß nicht. Man kann sich aber da 30 Sekunden dazu kaufen, bestimmt für Robux. Ja, nee, ich kaufe mir jetzt hier keine extra Zeit, ey, Freunde. Gib mir mal extra Zeit, kauf dir extra Zeit. Nee, alles gut. Oh mein Gott, doch das wird knapp 40 Sekunden Zeit. Ich weiß gar nicht, was wir dir noch vorgenommen haben, verdammt nochmal. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, ey. Aber naja, ich werde also auf jeden Fall mein Bestes geben. Ich bin ehrlich, ich habe diesmal so einfach gezeichnet, aber es gefällt mir auch. Ja, alles klar. Ich glaube, bei mir kann man gar nicht erkennen. Oh mein Gott, nee, ich habe eine andere Idee. Was ich hier male. Jetzt in 20 Sekunden hast du noch eine andere Zeit. Ja, alles klar, Freunde, schnell. Wir müssen ein bisschen improvisieren als Künstler, weißt du? Okay, ich merke schon, du wirst verloren haben. Ja, das könnte vielleicht sein. Oh mein Gott. Komm schon, Freunde. Was mache ich hier? Schnell. Ausmalen. Okay, ich weiß nicht, ob ich das Thema so getroffen habe. Okay. Ich habe echt was ganz Einfaches gezeichnet und es gefällt mir sogar. Alles klar. Ghostbusters. Zwei Sterne. Ja, habe ich auch gegeben. Okay. Lass uns mal jetzt nicht sagen, was von wem ist, okay? Okay. Was haben wir als nächstes? Und Alter, cool. Ich glaube, das ist deins, oder? Ja. Okay, ich gebe dir 5 Sterne, das ist aber echt cool geworden. Sieht auch süß aus, alter Schwede. Ja, weißt du, das mit den Augen kann ich mir... Das ist deine. Nein, Spaß. Nein, also so schlecht bin ich jetzt auch nicht. Das habe ich mit den Augen mir jetzt von dem anderen gemerkt. Der Platz 1 hat vorhin auch so cool die Augen gemacht. Okay, ich gebe mal 1 Stern, da war das davor ein bisschen besser. Okay, bis jetzt... eine Fledermaus. Das ist wieder dieser ganz krasse. Na, findest du das krass? Ja, es ist schon gut gezeichnet. Also ich gebe 3 Sterne. Also ich fand seine andere Zeichnung ein bisschen besser. Und ich gebe 3 Sterne, damit ich hier gewinne vielleicht auch mal. Und, ja? Das ist deine. Ja, ich habe gar nichts gesagt. Das weiß ich aber. Wie findest du es? Super, die Kürbisse sind echt cool. Außer der ganz unten links, der Smudge. Ja, und, Alter, was ist das denn hier? Okay, Junge, guck mal, der Kürbis sieht fast genau aus wie meiner, ne? Ein Stern. Jetzt, wer wird hier streng bewertet, die Kunst? Jetzt werden wir hier...
Die Gewinner sind. Und. Oh mein Gott, Vitamine! Hä, wir sind alle gleich! Eigentlich bin ich Erster! Eigentlich bin ich Erster, ich habe auch 14 Sterne. Guckt euch das ganz an, Freunde! Erster, Zweiter, Dritter mit unseren Meisterwerken haben wir es jetzt tatsächlich geschafft. Alter, vier Leute haben 14 Sterne! Also eigentlich sind wir dann vier Gewinner auf dem ersten Platz. Ja, eigentlich sind wir vier Gewinner. Let's go! Wir haben es jetzt wirklich geschafft, Freunde, im heutigen Speedrun-Video. Komm, wir kicken ein bisschen noch hier. Haben jetzt wirklich die krassesten Kunstwerke gezeichnet. Und am Ende sind wir noch sogar als Sieger hervorgekommen. Oh yeah! Und dann würde ich mal sagen, Freunde, das ist im heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.